Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Let's Play New World auf dem Server Arcturus. Mit Prolobob natürlich. So, gehen wir mal rein. Ja, und zwar, ich habe den Serverwechsel jetzt durchgezogen. Ach ja, Panchaya war ja ganz toll und nett, aber die Leute, mit denen ich eigentlich ursprünglich geplant hatte zu spielen, war auf Arcturus. Deswegen. Naja, okay, die waren auch nicht alle auf Arcturus, aber die Masse hat da gestartet und daraufhin hat die Server ja jetzt einigermaßen ja bespielbar sind, konnte man das einfach mal machen. Immer schnell alles reparieren, warum auch immer mein Wäffchen gerade so geblinkt hat. So. So, wir waren eigentlich nur dabei, in den letzten Tagen die Nebenquests nachzuziehen. Ich habe, also hier, die Spielwelt sieht ganz anders aus. Hier ist die Inquisition der führende, ja, das führende Glied, kann man schon sagen, ne? Die haben 3, 4, 5, 6 Gebiete, die Marodeure haben hier. Wobei ein Clan oder eine Kompanie hat 3 Gebiete und eine weitere hat noch ein Gebiet. Wo es bei der Inquisition schon doch ein bisschen durchwachsener aussieht, ne? Hier hat einer 3, okay. Ist ähnlich stark vertreten. Einer 3, einer 2 und einer 1. Und bei denen gibt es, bei den Gläubigern gibt es halt nur 1. Aber wer möchte gerne die Sekte spielen? Verstehe ich nicht. Also für mich kommt auch eigentlich nur die Inquisition und die Marodeure in Frage. So. Da hätten wir wieder ein Nebenquest, aber ich glaube, das ist so ein Endlos-Ding. Da können wir den Köter permanent anquatschen und der gibt uns immer wieder denselben Quest, dass wir ein Täschchen bei ihm rauskriegen. Ich weiß es nicht, vielleicht probiere ich es irgendwann mal nochmal aus. Aber jetzt im Moment habe ich da irgendwie kein Bedürfnis danach, weil das ist auch ein bisschen lahm. Na, was heißt lahm? Wir sind einfach zu hohes Level für die Gegner. Deswegen, das ist. Da ist. Es tut einfach nicht weh, wenn man da auf die Schnauze kriegt. Sagen wir es so. So, wir wollten jetzt zurücklaufen hier in die Hauptstadt. Ich bin mir eigentlich relativ unschlüssig, was wir jetzt hier überhaupt machen sollten. Weil im Großen und Ganzen müssen wir leveln, damit wir die Level 54er Quests in Ruhe machen können. Wir sind erst 52, 2 Drittel ungefähr. Und großartig grinden. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht was. Wir könnten ja einfach mal wieder eine schöne Farm-Session machen. Und demnächst einfach mal die versprochene. Die Angel-Session, die machen wir im Livestream. Da muss ich aber erstmal warten, bis mein Internet-Provider da wieder was Gescheites für mich zur Verfügung stellt. Weil so schnell geht das bei dem offensichtlich nicht. Und so ein geruckeltes Bild, tut mir leid, das würde ich mir selber auch nicht angucken und das möchte ich auch keinem zumuten, sich das auch nur ansatzweise versuchen anzugucken. So, genug gejammert, weiter im Programm. Lasst uns einfach darüber laufen und dann farmen wir mal Orichalcum. Wie wäre es mal damit? Und vielleicht nicht nur Orichalcum, sondern auch noch, wie heißt das Zeug? Wir brauchen ja auch noch Drahtfasern. Dafür benötigen wir aber unsere Fähigkeiten-Level auch auf 175. Das kriegen wir, denke ich mal, auch in der Session hin, ne? Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich stelle uns mal nochmal einen Timer ein, damit ich die Folgen nicht immer zerschnibbeln muss. Und mehr Ansprachen gibt pro Folge. Also so, dass man ein Hallo mal hört und auch mal ein Tschüss. Und nicht einfach so stumpf, oh ja, da ist eine Lücke, da quatscht der mal nicht. da kann ich einmal schnell schneiden. So, und dann in der nächsten Folge geht's weiter. So. Ich denke mal, das kann man für heute einmal so machen.
Ich habe jetzt seit knapp 4 Tagen eigentlich nur gefarmt, 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 aber auch wirklich hauptsächlich nur Ressourcen und so. Ich habe nicht wirklich XP gefarmt oder richtig XP gegrindet oder so. Irgendwas hatte ich einfach keine Lust zu. Ich wollte einfach nur ein ganz entspanntes Spielerlebnis haben, hatte ich auch gehabt. Kann man sich dann gerne im Nachgang nochmal angucken, wenn man es unbedingt möchte. Man kann diese ganzen Zeitrafferfolgen auch einfach skippen. Die sind einfach nur da, dass man da sieht, was man eigentlich die Hauptzeit in dem Game so macht. Das ist nun mal so. Man, ja. Oder man quatscht mit euch. Ne? Wieso? Einfach querbeet über alles. Hier ist ja eigentlich nichts los und die Gegner, ja, Level 10. Die gucken wir aus Versehen böse an und dann sind sie down. Ja, die Streitaxt bin ich jetzt am Leveln. Ich habe die jetzt schon auf Level 14 hochgetrieben gekriegt. So bin ich sie am Leveln. Jetzt als nächstes kann ich diese Fähigkeit auswählen. Dann brauche ich, also eigentlich brauche ich 3 Level jetzt noch, damit ich die Fähigkeit voll ausbauen kann. Und dann fehlen mir halt noch diverse weitere Fähigkeiten. Haben sie die Wölfe genervt oder warum können sie jetzt nicht so unendlich weit springen? Haben die jetzt den Katzen angepasst? Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass sie die Krokodile oder Alligatoren oder so auch mal ein bisschen runterschrauben. Vor einem verderbten Bären konnte ich auch letztens nicht wirklich weglaufen. Der ist auch schneller als wir. Also wenn das so gewollt ist, okay. Wenn nicht, dann bitte anpassen, ne? So, gehen wir mal dein Questchen ab hier. Wir müssen ja jetzt hier diese ganzen Low-Level-Nebenmissionen, die mache ich alle in Zeitraffer. Das sind eigentlich genau dieselben Missionen, die wir im ersten Licht damals gemacht haben. Nur jetzt in einem Und anderen hast du Gebiet. Guck alles? mal, da kriege ich halt Na jetzt den schön, dann bin ich Feuerstab. jetzt wohl dran. So und so Komisches geht es halt dann Gefühl, die ganze Zeit jemandem weiter. meine Ich nehme es Kleidung einfach an und dann bin Ich ich habe erstmal einige dieser glücklich. Bomben gebaut, aber Ja, sie ja, müssen ja. getestet werden. Ich bin Und nicht das Ihr ist alles Mitleid. Müll, was wir da Hast du rauskriegen. mein Hoppala. Abmaßgehör vorgehen lassen? Ich muss wissen, wie die Verderbniskammern Alles reagieren. zerlegen. Weg damit, weg damit, weg damit. So. Da haben wir mal was Gescheites gekriegt. Ja, schmeißen wir mal einfach alles in die Truhe. Und checken mal ab, wo wir uns dann hinporten. Um Orichalcum zu farmen, ne? Einfach ist egal, alles weg. Das Lager ist hier noch leer. Das wird jetzt einfach überladen. Ja, das Problem ist ja unsere Taschen. Da passt ja so viel rein wie in so ein Lager. Was soll man da noch sagen? Da kann man nichts mehr zu sagen und auch nichts mehr gegen ansagen. So. Ich kontrolliere jetzt einmal schnell, wo wir am allerbesten Orichalcum farmen können. Also bevor wir jetzt eine verkehrte Weltreise machen, oh, nicht alles anzeigen, sondern wir wollen doch nur die Städte. Was hat denn der da für ein Gewehrskin drinne? Ist das dieser Gewehrskin, den man fürs Twitch-Zuschauen bekommt? Nee, das müsste doch so grünlich sein wie meine Waffen, ne? So diesen. Der hat da so einen rosa Gewehrskin. Sieht auch süß aus. Sieht putzig aus, muss ich sagen. So. Außenpostenexport, bla bla bla. Einmal das an, damit man so eine Grundstruktur hat. Und bei Erze wollen wir einfach mal Eisen. Ach ja, dann gibt es ja nur noch Sternmetall und Orichalkum, ne? Oh, also große Orichalkum-Gebiete gibt es eigentlich nicht, ne? Also ja, doch vereinzelt, aber hauptsächlich. Okay. Alles nachher im Endsegment. Oder. Warte mal. Oder da auf dieser Insel. Wollen wir da mal gucken gehen, ob wir da schon was taugen, ob wir da. Ach, guck mal an. Da könnten wir uns auch gleich so eine Schnellreise da holen. Wir versuchen es einfach. Also mehr als ständig sterben können wir ja da auch nicht, ne?
Schnellreise kostet uns nur 125, ist ja nichts. Das zahlen wir so aus der Portokasse. Haben wir ja immer bei uns. Das fühlt sich auch schneller auf, als man denkt. Auch bei diesen kleinen Mini-Quests. Und dann können wir hoffen, dass der Spot mit dem Orichalcum jetzt nicht mehr so begehrt ist wie am Anfang, schätze ich mal. Holen wir uns das einfach. Dann müssen wir aber das mit den Draht... Na, wie heißt das? Mit den Drahtfasern müssen wir auf später verschieben. Wenn wir kurz checken, machen wir da jetzt keinen Fehler, wenn wir runterspringen? Nee, machen wir nicht. Da können wir ruhig den Weg... Hey, hey, hey. Kommst du da wirklich nicht rüber? Sonst kannst du dich wenigstens im werkzigen Modus überall hochhangeln. Aber jetzt willst du mir erzählen, das geht nicht. Hey, du blöde Frau. Wir wollen dich schnitzern. Einfach nur, weil... Weil wir wollen. Ja, wir sind ein Tierfreund. Wir sind freundlich zu allen Tieren. Vorübergehend. Gott sei Dank war das nur ein virtuelles Vieh. Sonst bin ich eigentlich kein Tierfreund. In dem Sinne. Also ich besitze keine Tiere. Und das ist das Tierfreundlichste, was ich den Tieren antun kann. Ich wüsste nicht, was ich mit ihnen machen sollte. Ne? Eine Verbindung zu ihnen aufbauen, wüsste ich noch nicht mal wie. So. Kommen wir hier durch, ohne dass die Jungs uns alle hier... Also hier ist schon ein cooles Gebiet, ne? Hoppala. Die haben hier alle eine Muskete, das ist voll gemein. Das tut voll weh. Out. Nee, hört mal auf mich zu schießen, Jungs. Stimmt doch nicht mit euch. Müssen wir am besten einen Weg lang laufen? Nee, wir laufen ja natürlich noch in die falsche Richtung am Weg. So. Ja, da lang und dann hier am besten. Am besten mache ich das so. Wir laufen da rein. Da weiß ich genau, da muss ich rein. Und dann mache ich mir auch den nächsten Punkt. Da ist ein V gespawnt. So, und in der Zwischenzeit können wir ja mal ein Brot essen. Oder eine von unseren Level 4 Fressalien. Oh, guck mal, ein bisschen Hanf. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir durch diese paar Blätterchen hier Level 75 erreichen. Aber... Jedes kleine bisschen bringt uns nach vorn. Und solange wir hier keine Seidenpflanzen sehen, können wir auch nur das Hanf mitnehmen, ne? Hanf braucht man ja sowieso. Also, auch wenn man die obersten Sachen nachher fertigen möchte, Hanf braucht man so oder so. Dagegen kann man sich gar nicht wehren. Also müssen wir Hanf grundsätzlich immer mitnehmen. Immer wenn wir sehen, müssen wir es mitnehmen. Zumindest solange wir leveln wollen, ne? Wenn das dann irgendwann aufhört, dann können wir uns das selbst... Oh, guck mal. Vom Wildschwein kann man noch nicht weglaufen. Das geht noch nicht. Oh. Voll daneben geschlagen, ne? Schon wieder, ne? Oh, du armes Tier. Oh, bist du am Stein hängen geblieben? Oh. Oh, da ist Draht. Faser. Das können wir noch nicht. Also lassen wir es erstmal. Wir brauchen ja nicht dahin laufen, um es uns anzugucken. Wenn wir es abbauen könnten, dann wäre es interessant. So. Da ist aber noch ein bisschen Hanforos. Gut, bauen wir das mal ab. Hier sind aber echt schöne Kreaturen. Also im Vergleich zum Rest der Map, ne? Hat man hier wirklich ein kleines bisschen optisch... was Besseres gegeben gekriegt, finde ich. Ne, sonst hast du ja eigentlich überall nur die Versunkenen. Ja, das ist halt ein großer Manko bei dem Spiel, dass die Kreaturenvielfalt hier noch nicht so wirklich gegeben ist. Aber das ist dann halt noch so.
Das Spiel war auch eigentlich nicht wirklich als PvE geplant damals. Umso glücklicher bin ich, dass sie es doch noch so schön hingekriegt haben, es zu einem PvE umzuwandeln. Mit sogar spaßmachenden PvP-Elementen, muss ich sagen. Also es macht tatsächlich Spaß, hier PvP zu machen, auch wenn einer wie ich ständig nur auf die Fresse kriegt. Letztens ging Level 42er gemacht, ein PvP. Also ich habe ihn so in der Welt gesehen und ich hatte auch PvP an und dachte mir, ach, wer zuerst zuschlägt, gewinnt meistens. Versucht, gnadenlos gescheitert. Aber sowas von gnadenlos, der hat mich sowas von weggebügelt. Also auch mit Heilstab, ich konnte mich nicht gegen anheilen, so viel Schaden hat er gefahren. Das ist unheimlich gewesen. Ich habe nur blöd geguckt. So. Krass. Was hat der mit mir gemacht, dachte ich nur. Er hat sich bestimmt ins Fäustchen gelacht. Hihihi. Level 52er. Voll platt gemacht. Und der war, glaube ich, Level 42 oder so. Naja. Vielleicht war er auch ein kleines bisschen besser ausgerüstet als ich. Ich trage ja auch noch, bis auf die zwei Waffen, die ich jetzt bei mir habe, die Level 49 sind, nicht mal 50 plus oder so, ist alles noch irgendwo in den 40ern. Ne? Also 41, 8, oh, noch nicht mal 40er. Also zum Teil sogar noch in den 30ern. Das ist halt, das kümmert mich noch nicht so richtig. Also ich fahre auf meinem Level noch moderaten Schaden gegen die PvE-Viecher. Das reicht mir. Da bin ich erstmal glücklich. Wenn es nachher auf höhere Levels geht, ja, dann. Ach, wir hätten. Ach nee, wir müssen ja dahin. Wir müssen ja sowieso dahin. Also dann sind wir hier ja doch schon richtig. Na, mal gucken, ob die mich angreifen. Ja, tun sie. Gleich mit Granaten die Halunken. Hey. Nicht, dass ihr den Büffel anschießt und der mich dann platt macht, ja, Jungs? Ah, jetzt kann ich auch Level 60er Viecher sehen, ohne dass mir ein Totenkopf angezeigt wird. Das ist doch toll, ne? Hauptsache, dass die Büffel nicht von selbst aggressiv sind. Also keine Aggro ziehen. Hey. Aber irgendwann muss ja gut sein, ne? Irgendwann muss er auch mal reichen. So. Ich glaube, nochmal schießt er mich nicht an, weil er zurückläuft. Sagt er und erlitt einen kritischen Treffer in den Nacken. Bumm tot. So einfach ist das nicht. Aber einmal hatte ich das auch. Da hat mich einer versucht, ein Level 56er, da war ich noch, ich glaube, 48 oder so. Da hat mich ein Level 56er versucht zu bremsen. Ne? Da hat er sich gedacht, so, ey, den nasche ich mal weg. Ne? Da hat er mich auch von hinten mit seiner Muskete angegriffen. Dann habe ich mir einfach einen Heilkreis gesetzt. Da hat er, glaube ich, auch nur blöd aus der Wäsche geguckt. Habe ihn ein bisschen mit meinem Stäbchen auch angegriffen. Habe ihm natürlich kaum Schaden gefahren, weil die Waffe war auch noch irgendwie, ich glaube, Level 41 oder so. Da ist er mit seinem Beil zu mir gekommen. Dann habe ich auch aufs Beil umgeschwungen. Und ich habe ihn recht gut runtergefahren. Der ist einfach nur irgendwann weggelaufen. Er wollte das nicht zu Ende führen. Ist einfach weggelaufen. Er hat sich halt mit Fressalien und Heiltränken immer wieder komplett hochgeheilt. Ich habe es halt komplett nur mit meinem Magic Stick gemacht, mich hochgeheilt. Und Schaden waren wir dann im Nahkampf gleich auf. Oh, Level 60er Gebiet. Ja, na klar. Ich denke mal, auch diese Insel wird nachher Level 60 sein. Oh, guck mal, eine Ziege, Level 60. Oh, die macht mich gleich platt, Alter. Ach du meine Güte, bei der kann ich leveln, was? Der kann nicht leveln bei der Ziege. Hammer. Nee, also leveln ist auch noch was anderes. Das war kein Leveln. 17 Erfahrungspunkte. Die Waffe, das nischt.
Nee, da gehe ich lieber wieder zu meinen kleinen süßen Piraten, die bis zu 5 Level unter mir sind. Das ist am effektivsten zum Waffeleveln. Da kriegt man noch volle EP bei minimalsten Schaden, den man kassiert. So. Ich glaube, an dieser Kante müssen wir vorbei, oder? Oh, sieht ganz gut aus für so eine Bergziege wie uns. Da hoch zu kraxeln. Das könnte sogar funktionieren. Tatsächlich. Sie hat eine runde Kante. Eine runde Ecke hat sie genommen. Das ist ja was ganz Neues für mich. Das Premiere. Na, jetzt müssen wir natürlich wieder runter, ne? Geht natürlich nicht anders. Ja, nützt alles nichts. Hätten wir uns sparen können mit da hochkraxeln. Das ist manchmal traurig. Dass das Hochkraxeln. In den Anfangsgebieten wurde es noch richtig belohnt mit Eisenerz, Adern und so. Aber hier jetzt irgendwie, egal wo du hochkraxelst, du findest eigentlich eher selten was. Nur in diesen flachen Gebieten, wo du nur von einer Seite drauf kommst, da findest du dann immer so deine Spots. Und das war's dann. Also das haben sie in den im ersten Licht fand ich das richtig cool gemacht, dass du da wirklich so eine kleine Kletterpassage machen konntest und wurdest dafür auch belohnt, so richtig mit einer Menge Eisen. Also man kann sich da nicht beschweren. So, da müssen wir jetzt rüber, ne? Uiuiuiuiui, ich glaube, das ist alles mit Kämpfen verbunden. Wir werden es uns angucken. Aber wenn das hier schon alles Level 60er Gebiet ist, das wird uns einfach nur sowas von penetrieren und ausweiden. Da haben wir gar keine Chance. Das halten wir vielleicht gegen einen aus. Aber der zweite, der dann dazukommen wird, der schnetzelt uns dann weg. Garantiere ich euch. Brauchen wir uns gar keine Hoffnung zu machen. Oh, können wir hier aufs Dach? Nee, du willst hier jetzt nicht rüberhüpfen, ne? Ach, Mäuschen. Licht jetzt. Das sieht aus wie so eine Siedlung, ne? Als wäre das mal so eine Siedlung. Das ist echt ein cooles Gebiet. Oh, hoppala. Wir wollten dich gar nicht antippen. Entschuldige. Da ist noch einer. Hoppala. Ey, wir fahren euch gar nicht so wenig Schaden. Ihr seid ja Verderbte, ne? Ach, ist das nachher dieses letzte Questgebiet oder was? Oh, nicht, dass ich mir hier was vorwegnehme. Aber es sieht nicht so aus, als ob. Ja, als ob wir das nicht schaffen können. Ist natürlich ein bisschen unglücklich gewählt, dass wir jetzt gegen 55er mit Level 52 kämpfen. Hat der uns gerade 128 HP gegeben? Muss ich noch mal kurz gucken. So. Weil sonst Lebensstab und Streitaxt. Nee, 64. 64 auf Waffen gibt er. Also ja, für so langsam wie wir die schnetzeln, das noch nicht so interessant. Ne? Hey, lauf doch nicht weg, mein Junge. Hast du etwa Angst vor dem Typ mit dem fetten Beil? Ja, schieß gegen deine eigens gewählte Kante, die du, ne, als Trennung von uns halten wolltest. Ja, und wir kassieren hier die ganze Zeit Schaden. Wenn das da drüben auf der Insel immer noch so ist. Ja, wir laufen jetzt hier rüber. Gut. Und der erste Spot, den haben wir schon verpasst. Der müsste hier sein. Ab zurück mit uns. Erstmal das Orichalkum holen. Ach Mensch. Ihr Mistviecher. Kommt her. Kommt her. Ja, kommt her. Wollt ihr nicht? Die wollen nicht. Ich warte nicht den ganzen Tag auf die. Gucken wir mal hier rein. Was gibt's denn hier? Kommt man hier runter? Nee, aber hoch. Hoch brauchen wir noch nicht. Dann checken wir mal hier. Aha. Hier unten, ja. Hier soll irgendwo Orichalkum sein. Das wäre unser erster Spot, den wir dann abbauen würden. Wenn hier tatsächlich einer ist.
Ich habe eigentlich relativ gut markiert. So, 21 Meter in die Richtung. Wäre es dann sinnvoller, hier rumzulaufen? Ich springe da lieber von oben runter. Nicht, dass ich von unten da nicht hochkomme. Wäre natürlich wieder typisch. So. Kann auch sein, dass es hier irgendwo drunter ist, dieser Spot. Ich will da nicht ins Wasser fallen, ne? Also das wäre natürlich jetzt echt ungeschickt. Aber würde dann halt passieren, wenn man das so. Man muss das ja ausprobieren. Oh, und genau das haben wir jetzt auch geschafft. Genau das haben wir jetzt geschafft. Oh. Guck mal. Hoppala, falsche Taste. Und wir hier hoch? Jo. Aber das war's dann auch schon wieder für den Abend. Und wir können die Laufattacke nicht benutzen. Ah, jetzt geht's noch weiter runter. Ich glaube, das Ding ist. Nee. Und schon wieder über Wasser. Über. Da ist noch eine Kante, aber da kommen wir auch nicht hoch. Also. Ich befürchte wirklich, dass wir da drüben nicht glücklich werden. Und das Wasser ist hier, schätze ich mal, auch ein kleines bisschen tiefer als. Ja, na klar, und da drüben gibt es bestimmt auch keinen Aufgang wieder. Ne? Also, sodass man die Brücke auf jeden Fall nutzen muss. Das sieht zwar schön aus hier, aber ich glaube nicht, dass wir hier was werden. Schon allein den ersten Spot nicht gefunden. Traurig. Traurig. Oh, schon so weit weg. Ja, ich glaube, das gucken wir uns dann irgendwann mal an, wenn wir so weit sind. Jetzt sollten wir. Als erstes, wir können ja versuchen, darüber zu kommen. Ich glaube zwar nicht, dass das was wird, weil hier geht eine steile Kante runter. Ne? So. Ich glaube nicht, dass wir da unten, da drüben ankommen. 11 Sekunden noch. Nee, der wird nicht. Wir kommen da nicht mehr an. Verdammt. Obwohl, es geht schon bergauf, ne? Ja. Komm. Na, fast hätten wir ein zweites Mal sprinten können. Na gut. Dann gehen wir erstmal wieder zurück ins erste Licht. Ja, mach das mal. Von dort aus gehen wir dann ein bisschen Drahtseil holen. Da, was sage ich, Drahtfaser wollte ich eigentlich sagen, aber auch nicht richtig. Wir gehen einfach ganz viel Hanf farmen. Da drüben. Aber warum ist denn das so teuer hier? So voll sind wir doch gar nicht. Wir haben nur 38 mit uns. Warum ist denn das so teuer auf einmal geworden? Früher war das, wenn du irgendwie nur so 38 oder 50 oder noch 100 nur drinne hattest, dann. Wurde es vielleicht mal so teuer? Keine Ahnung, womit das skaliert hier. Wüsste ich selber gerne. So, wir müssen so in dieses Gebiet. Das wissen wir noch. Das haben wir lang genug gefarmt. Yippie! So ein Dreiersprung wie bei Super Mario, ne? Whippie. Ah, unser erstes Orichalkum, was wir abbauen können. Iha! Wow! Premiere! Geil! So, wie war. Steuerung H war das? Ne, Alt H war das. Ey! Was für ein Bild! Geil! Unser erstes Orikal kommen. So, aber erstmal wieder an. Da ist auch noch so viel Hanf. Hier farmt keiner mehr, ne? Braucht auch keiner mehr was. Was ich mitgekriegt habe, die haben ja extrem viele Server aufgebaut.
Aber es gab dann irgendwie schlagartig so von die Leute spielen jeden Tag und man ist in einer Warteschlange von 1000 schlagartig so, man kommt sofort ins Spiel rein und danach war das eine Zeit lang so, ja, okay, man kommt zwar sofort ins Spiel rein, aber die Server sind trotzdem immer noch relativ voll, also so bis ans Maximum. Man kriegt das ja mit, wenn ständig alles weggelurrt, weggefarmt ist, dass man nie irgendwo an einem Spot alleine ist, weil alle Spots quasi gerade begehrt sind. Und dann auf einmal, hallo? Ist da jemand? Hallo? So als ob man alleine in einer Turnhalle steht und nur noch der Echo einem antwortet. Ja. Das war halt einer der Hauptgründe, warum ich auch zu den Jungs gesprungen bin, weil mit denen habe ich halt so auch ein bisschen Privatkontakt. Mit denen kann man zusammen ein bisschen schnacken. Die sind auch unternehmungslustig, solange sie on sind. Und dann kann man da ja auch mit ihnen zusammen mal die Inis laufen, weil darauf sind sie auch aus. Das finde ich halt auch so toll. Mit der Kompanie im. Auf Panchaya, ja, okay, das waren auch ganz nette Leute, aber ist halt so, wenn man die Leute nicht persönlich kennt, dann ist man mit denen auch nicht so verbunden. Und wenn da keiner einen anschreibt, dann vergisst man das auch selber ganz schnell. So, ich glaube, das Viech will mit uns noch spielen. So, immer schnell zu Ende gespielt. Hat sich die Axt geholt. Oh, wir haben schon 167 erreicht. Ich gar nicht mitgekriegt, wann war das denn? Diesen 20 Hanfpflänzchen, die wir gerade abgeerntet haben. Ja. Aber das Zeug haben wir auch schon echt lange nicht mehr gesammelt. Diese Schütterzwiebeln. Die haben wir schon lange, lange, aber wirklich lange nicht mehr beachtet. Naja. Aber jetzt, wo wir Orichalcum endlich haben, und dann hoffe ich auch, dass wir bald diese, ne, wie heißt das Zeug? Drahtfasern auch haben können. Das Endgear von dem Lederzeugs können wir ja schon kassieren. Da gehen wir einfach wieder in ein Level 50er Gebiet und schnetzeln Viecher. 50 plus. Mobs müssen das sein. Dann kriegen wir auch das Level 5 Leder. Wobei bei Leder braucht man grundsätzlich das erste auch noch. Ne? Also auch dieses raue Leder. Ich begreife noch nicht, warum ich es gar nicht erst mitgenommen habe. Ich hätte doch das Viech auch gleich mitschlachten können. Hier ist noch jemand. Die Bäume sind gerade frisch gepflückt. Weil Holz fällen können wir ja auch gebrauchen. Aber ich möchte das ungern jetzt hier mit jungen Bäumen machen, weil dann mache ich nichts anderes. Und warum stecken wir die Axt nicht einfach mal wieder weg? Die ganze Zeit hier wie so ein Barbar rumlaufen. Oh. So. Dich nehmen wir mit, Miezekätzchen. Keine Angst. Dich lassen wir nicht so verrotten wie dein Geschwisterchen da drüben. Ja. So. Du kommst einfach mit in Stückchen. Genau, das Hanf wollte ich haben. Das gönnen wir uns alles. So, oh, komm, ausgewachsenen Baum brauchen. Das brauchen wir jetzt gerade nicht, danke. Manchmal schwer, warum er so links oder irgendwie rechts oder halt gar nicht snappt auf dem Viech. Oder auf der Pflanze, die wir haben wollen. Am schlimmsten finde ich das halt immer noch, wenn man versucht, was zu kirschnern oder zu häuten. Ne, dann. Da sieht man erstens keinen Punkt und zweitens ist es dann echt ganz schwer, manchmal die Stelle zu finden, von wo aus man das Viech endlich abbauen darf. Das ist dann die eigentliche Hürde. Nicht das Viech zu schnetzeln. Oh.
Also, eine Premiere haben wir erreicht. Und damit möchte ich mich auch für heute verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.